Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSC10 aus Südamerika. Ja, ich habe ja in der letzten Folge hier mit dem guten Helferchen bzw. Cosplay-Mann angefangen zu sehen oder zu setzen. Das müssen wir jetzt noch fortfahren. Wir wollen ja auch sehen, ob aber runter, ob das mit dem mit der eingefahrenen Tour passt, dass er sich selber wieder belädt mit Dünger und Zuckerrohrsetzling. Das sehen wir jetzt gleich, hoffe ich. Und dann muss ich noch ein paar Feldmissionen leider machen. Naja, leider. Ich muss halt ein paar machen, damit wir ein bisschen Knete kriegen. Damit das Ganze ja ein wenig im größeren Stil machbar ist, was wir hier tun. So, mal gucken, ob er auf der Tour schon nachtanken muss oder erst auf der nächsten. Aber wenn ich mir das so angucke, hält das noch eine Weile, das Zeug da drin. Gucken, ob er versteht, was er tun soll. Ich hoffe ja, müsste er eigentlich. Eigentlich müsste er das noch hinkriegen, auch nach dem Neustart des Spiels. Ja, das dauert noch ein paar Runden. Das heißt, Feldmissionen, Feldmissionen, Feldmissionen. Das mache ich wieder wie beim letzten Mal zusammenkürzen. Ich denke mal, das passt ganz gut. Das konnte ich nicht machen, ne? Da war Ernten, das habe ich getan. Was hier zu tun? Auch Ernten. Was gibt's da? Müsste funktionieren. 10.000. Können wir mal machen. Das heißt, ich bin gleich wieder da. Ich spiele wieder ein wenig Musik ein. Und ja, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Das waren wieder leichte 13.000. Ich habe gesehen, warum auch immer das nicht funktioniert hat. Das habe ich ja im Inspektor gesehen. Es kann daran liegen, dass ich den Kurs nicht richtig, also weil er noch drinne war. Das werden wir jetzt mal gucken. Einfach entlassen, löschen. Das war Feld 1 mit einer Breite von 1, 2. Wir haben angefangen im Südosten und sind nach Norden gefahren. So. Ja, erstmal wieder her damit. Hier hat er aufgehört. Okay. Hoffe, er sagt uns gleich, dass er das Gerät auffüllen möchte. Anhängen. So, am nächsten passenden Punkt. Mal gucken, was er sagt. Okay, er fährt los. Weiter zu dem Punkt, wo ich ihn eingesetzt habe. Mal gucken, ob er das auch findet. Fährt natürlich über Nachbaracker. Okay, hat einen Punkt gefunden. Fährt jetzt hier durch. Okay, er merkt den Trigger. Er merkt das. Aber lädt nicht auf. Warum auch immer er da so langsam fährt. So, dann wollen wir den Abfahrer nochmal entlassen. Normalerweise hätte er da anhalten müssen. Er hat hier einen Trigger. Er hat hier den Trigger. Okay, muss ich noch mal gucken, woran das liegt. Ich will das jetzt erstmal auf das Ding. Muss ich mal auf der Seite nachlesen, ob da was geändert wurde. Ich bin nämlich der Meinung, früher war das so, dass man einfach nur dran vorbeifahren musste. Aber den Dünger kriegt das sowieso nicht, ne? Nee, muss ich hintereinander stellen, die Pakete. Vielleicht ist das auch das Problem. Ach, er hat den Dünger aufgefüllt, ne? Der kleine Sack. Oh, das habe ich so mitgezogen. Aber ein bisschen zu eng gestellt. Ich muss mehr Platz lassen das nächste Mal. Kriege ich jetzt noch Saatgut mit? Ja. Okay, den Platz muss ich das nächste Mal ein wenig anders bauen, definitiv. Okay, jetzt haben wir erstmal wieder vollen Tank. Ich kann nicht mich jetzt gleich nochmal nach einem neuen Trecker umschauen. Hatte da ja schon einen im Auge und eventuell können wir noch eine zweite Saatmaschine hier losjagen. Oder Setzmaschine. Am nächsten Punkt einsetzen.
Okay. Glaube, ich kann das Ding auch auf die Breite lassen, wie er da sagt, mit 1,3. Den Fendt hatte ich gesagt, ne? 165 und den kann man tunen. Frontanladeranbau. Das nehme ich auch mal mit. Damit sind wir auf 240 PS. Oh, Hauptfarbe. Dann nehmen wir mal Schwarz. Längsbereifung Standard. Okay, der kann leider keine Belegebereifung nehmen. Aber das konnte der hier, glaube ich. Ja, rote Felgen. Und das lassen wir 112.000. Den kaufen wir mal. So. Und dann, was sollte denn die große Saatmaschine kosten? Das ist die zweireihige. 85. 42. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen was. Dann suchen wir doch mal noch eine Feldmission. Was kann ich denn noch tun? Gucken wir mal, was er hier möchte. Oh, das geht schnell. Das machen wir auch eben fix. Gewohnte Vorgehensweise, bis gleich. Gewohnte Vorgehensweise. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Wieder schnell verdientes Geld. War jetzt nicht ganz so viel. Ja. Gucken wir nochmal, was der hier macht. Okay, er ist noch heiter dabei beim Setzen. Ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich einen kleinen Kredit kurz nochmal aufnehmen und dann das Ding mir holen. Die große Setzmaschine. Sorry, und dann muss ich mal gucken, dass wir mit dem Kredit, glaube ich, mal ein bisschen vorankommen. Dass ich den wieder abzahle. Vielleicht mache ich auch erst ein paar Feldmissionen und kaufe das dann, dass ich nicht noch einen neuen Kredit kriege. Auf jeden Fall, nächste Folge gibt es neue Geräte. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich über ein Follow freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.